Hallo Leute, ja, Linie 37 war mal letzte Folge. Da sind 5 LKWs oder 4 LKWs mehr drauf gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die waren schon da, weil die hatten wir fast 200. Jetzt sind wir bei 100, aber ich glaube, wir können noch mal mindestens 3 dazu setzen. Machen wir in dieser Folge, schaut das Logo und dann gehen wir ins Depot. So, dann lass uns da noch auf Linie 37 drei Fahrzeuge dazu kaufen. Ich habe übrigens die alten Fahrzeuge auf der Linie noch gerade mal schnell erneuert. 37, da ist er. Fertig. Dann wollen wir hoffen, dass diese Zahl hier noch weiter runter geht. Und ich glaube, ja, ob die 3 reichen, ist noch die nächste Frage. Wahrscheinlich kann dann noch mehr passieren. Gut, okay, aber das soll es erstmal für die Runde gewesen sein. Hier sind jetzt 13. Was nimmt er denn mit? Holzstämme, okay, wo fährt er die hin? Achso, ne, ich muss Linie 88 haben. Und Linie 88 fährt von da nach da. Na super, das hat gut geklappt, ne? Rein theoretisch müsste man ja die LKWs dahin fahren lassen, könnte man sich den ersparen, oder? Weil der bringt ja auch die Baumstämme darüber, die dann hier auch immer mehr werden, ne? So sieht's doch aus, aber die werden so oder so dann mehr. Weil die ja hier auch liegen, obwohl gleich nicht mehr, weil dann sind die weg. Mal gerade schauen, der fährt jetzt da nochmal rüber. Hier sind drei, ah ne, die werden ja hier produziert auch. Aber die verschwinden ja, wie wir sehen, weil sie nicht abgeholt werden, ne? Und das ist das Problem. Baumstämme werden weniger, weil sie nicht abgeholt werden. Aber jetzt stehen sie bei 27. Er holt jetzt die letzten 27 da noch ab, glaube. Sind sogar nur 26 abgehauen, aber ich glaube, jetzt müsste sich das ja dann ausgehen. Und der hat jetzt 28 hier wieder liegen für Linie 88. Ja, passt ja 88. Aber jetzt steht hier wieder hauen ab, ne? Was kann man denn dagegen tun? Das ist die Frage. Ach, hier konfigurieren. Güter. Da kann man so einen Schuppen noch nebenbauen, ne? Kriegen wir den da dran, ne? Ist das dann besser? Hauen die dann nicht mehr ab? Wissen wir gleich, ne? Sieht so aus. Jetzt sind die ja unter Dach und Fach und wenn die unter Dach und Fach sind, dann verwittern die wohl nicht und dann gibt es hier kein Problem. So sieht's aus. Ich glaube, das Problem haben wir jetzt gelöst. Kann man irgendwo sehen, wie viel da jetzt unter Dach und Fach richtig ist? Da weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich kann man das nur hier sehen. 75 Gütereinheiten, alles klar, dann wissen wir das auch. Das passt schon mal, ne? Ging hier gerade so hin. Haben wir Glück gehabt, ne? Und hier, da geht aber nichts weg, ne? Sieht nicht danach aus. Wie sieht es denn hier aus? Dann muss das hier doch auch so sein, oder? Ja, klar ist das da auch so. Das bedeutet, wir packen hier vielleicht auch so ein Ding hin, ne? Dann haben wir da auch nicht das Problem mit. Läuft. Nichts verschwindet mehr. Erstmal. Bis die Kapazitäten auch ausgelastet sind. Das wird ja fast schon überall so sein dann, ne? Oder? Oh, guck mal, hier ist gar nichts los. Was macht denn die Linie? Ach so, da wird Öl wahrscheinlich angeliefert, ne? Aber es muss ja auch abgeholt werden. Okay, das wird aber sofort hier aufgebraucht. Aber die würden das ja produzieren, ne? Warte mal. Aber hier gibt es nur eine Linie. Die geht wo? Von da nach da. Das heißt, was passiert hier? Das ist Linie 48. Okay, die fährt nach hier. Die liefert dann da ab. Ne, jetzt habe ich den LKW erwischt. Den wollte ich natürlich nicht. Ich wollte einfach nur hier die Station haben. Ah, das ist es schon. Ah, das ist jetzt die Frage, was passiert hier? Hier ist der Hafen, aber hier verschwindet nichts. Das ist noch genug. Und ich glaube, die bringen immer wieder das Zeug von da nach da rüber.
kann man gerade nur schlecht sehen, ne? Ah, hier, er hat 8 Liter mit. Oder 8 Tonnen. Und er hat Holz da irgendwie hin und her gebracht. War aber hier, oder? Oder war er hier? Kann auch sein. Hier steht jetzt nichts. Er liefert jetzt gerade hier ins Lager. Okay. Die konsumieren das und produzieren das. Und das Produzierte wird dann hier rüber gebracht, richtig? Sieht man jetzt, nee, hier rüber gebracht. Sieht man jetzt hier. Ja, aber das ist nicht viel. Dann geht das erstmal, würde ich sagen. Linie 49 ist jetzt die Frage. Wer ist denn das? Okay, das ist ein Schiff auch. Oder sind zwei Schiffe drauf? Okay. Das bewegt sich, glaube ich, gerade, ne? Das ist die Frage, wo kommt der? Da kommt tatsächlich gerade einer. Und der fährt leer durch die Gegend. Das ist schon mal ganz schlecht. Achso, nee, ich wollte Linie 49 dann haben. So. Linie 49 ist hier hinten. Da ist auch nichts. Dann sind da zwei Schiffe drauf. Das bedeutet ja, das ist vollkommen überproportioniert. Fahrzeuge verwalten. Der fährt gerade mit 94 weg und der, was macht der? Kriegt er was? 40 kriegt er jetzt, okay. Den hätte ich jetzt vorher gerade vielleicht mal abschalten sollen, oder? Also die nehmen das mit. Ach, okay, da muss ja hier noch eine andere Linie sein, die das bringt. Ja, hier, die wird es sein. Und die haben natürlich richtig was hier unterwegs. Das ist dann schon okay. Ah, vielleicht ist es so, wenn die dann da ankommen. Wo ist denn der jetzt? Hier, der fährt gerade weg, okay. Dann müssen wir den zweiten wahrscheinlich auswählen. Der bringt gerade nämlich eine volle Ladung dahin. Okay, das würde nämlich dann bedeuten, dass es gleich hier rund geht, sozusagen. Und dann braucht man die Schiffe vielleicht. Weil die arbeiten das ja jetzt um und dann geht das Öl nachher, also nicht das Rohöl, sondern das Öl geht dann nachher zu der Kunststofffabrik, die da oben wohl ist, ne? Und jetzt wird es dann erst interessant. Das müsste jetzt hier gleich alles liegen, oder? Ja, da kommen sie. Wir verlieren da ganz viel dann, ne? Aber hier haben wir schon was dran gebaut, oder? Ach, hier wieder ein LKW erwischt. Das dahin leider nicht. So, dann verlieren wir da hoffentlich nichts mehr. Das sieht auf jeden Fall erstmal da so gut aus, ne? Das müssten 300 Kapazitäten sein jetzt, die da sind. Ja, warte mal, wenn das aber mit einem größeren Schiff kommt, dann wird es ja schon schwierig, ne? Aber da musste ich hier noch so einen Anbau machen wahrscheinlich, ne? Güterplattform. Ach so, dann muss ich die doppelt machen, dann sieht das so aus. Ich glaube, jetzt können wir dann hier auch vielleicht anflanschen, ne? Ja, manchmal muss man wohl erweitern, einfach aus dem Grunde der Kapazität halber. So, das sind 75 Einer, sind 300. Ja, 150, 450. Ich glaube, da kommen wir erst mit Läden dann, oder? Ich glaube, das passt erst so. Jetzt muss hier ja ordentlich produziert werden, aber die kriegen das jetzt auch immer nur peu à peu. Das heißt, der... Doch, jetzt hier in der Kurve kriege ich den, ne? Ah, der hat auf jeden Fall Ware dabei. Der auch. Und der kriegt auch. Ja, das sind immer die, die jetzt hier gerade produziert werden, ne? Ja, da wird jetzt gerade reingearbeitet. Okay, ja, das ist dann so. Und da können wir auch nicht... Oh, guck mal, jetzt kommt gerade wieder Ware hier ran. Oder? Wird nur abgeholt.
Er wartet jetzt auch voll. Was natürlich nicht passieren wird, aber die Fernplus ein, ne? Was ist das denn hier für eine? Ja, okay, wird schon gut sein. Ah, lass mal gerade noch den zweiten schauen auf der Linie. Okay, das ist er nicht. Der kommt jetzt leer an, natürlich. Das ist schlecht, wenn der leer ankommt. Das heißt, er hat irgendwo nichts gekriegt, ne? Aber wo wäre das Rohöl jetzt angekommen hier? Und das ist da, klar. Was ist Linie? Warum schippern die bis da hinten hin? Und was haben die vor allem geladen? Ach so, der bringt Kunststoff weg. Aber wie kommt das Rohöl dann hier hin? Wahrscheinlich hier durch, ne? Was ist denn hier los? Der fährt im Kreis. Da ist aber keiner drauf, ne, oder? Wo delete ich die denn? Hier. So, Linie 51 muss ich da löschen. Okay, dann haben wir die weg, die war vollkommen überall. Wo bin ich jetzt gelandet? So. Auf ein neues. Linie 52. Was macht die? Die bringt Öl hier rüber und Kunststoff zurück, glaube, ne? Oh ne, da sind zwei verschiedene. Müssen ja auch sein. Okay, aber das ist ja alles so richtig, so muss das laufen. Aber was liegt hier? Hier liegt Öl für Linie 52 war das und Linie 53 ist das gleich. Achso, nee, das sind. Ah ja, das passt schon. Einmal den Kunststoff und einmal Dingens, das ist richtig. Aber was passiert jetzt hier? Hier kommt Kunststoff an, das ist richtig. Und das ist. Wer bringt denn das Öl hier hin? Ja, die kommen von hier mit dem Öl, aber wieso ist hier. Achso, das war ja das Rohöl. Nee, das raffinierte Öl. Aber wo kriegen die das jetzt weg? Ja, die kriegen das auch hier weg. Hier am Hafen muss doch noch irgendwie. Hä? Ja, ist etwas schwierig, ne? Linie 49 war die Schifffahrtslinie. Okay, da geht aber nichts mit Öl. Gut. Das heißt, Linie 27 ist das Entscheidende. Linie 27, ja, die kommt hier auch von der halben Karte. Okay, hier weg. Ah. Ja. Hier liegt 534 Tonnen. Aber warte mal, hier ist auch irgendwas immer falsch. Güter. Da verschwindet nämlich immer was, habe ich gerade auch wieder gesehen. Wie viel kann der? Für 200 Gütereinheiten. Dann müsste das jetzt hier auch mal mehr werden, ne? Ja, ist nicht verkehrt, glaube ich. Das heißt, Linie. Okay, das ist hier. Okay. Die fahren da hin und her, ist klar. Und die kriegen das Öl von hier. Aber der Zug fährt doch hier auch weiter. Ob das jetzt so richtig ist, aber da haben wir bestimmt mit angefangen, mal, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, der Zug, der ist es jetzt nicht. Irgendwo muss ja ein Ölzug sein. Die sind hier. Oh, hier ist schon schlecht, weil da steht einer und will durch und kann nicht. Zahnräder hängen da fest dadurch. Was ist hier falsch? Warum kann er nicht fahren? Dreh den erstmal einmal um. Weil der von der Länge her schon hinter der Weiche steht. Alles klar.
Wie kriegen wir das gemanagt? Das ist eine gute Frage. Jetzt dreht er nämlich nachher dann um, ne? Aber warum parkt er nicht bis hier hinten? Oh Mann. Kriege ich jetzt aber während der einer steht, ne? Kann ich das glaube ich nicht umbauen, oder? Krümmung zu groß. Auch nicht möglich. Oh, jetzt fährt der schon mal durch. Das ist schon mal gut, dann kann ich hier was umbauen. Jetzt muss es gehen. Warum ist der Bau nicht möglich? Aha, jetzt geht was. Okay, der fährt jetzt da weiter. Jetzt brauchen wir. Okay, jetzt fahren die. Jetzt lass den mal umdrehen. Gucken, ob er jetzt fährt. Signale vielleicht noch anders stellen. Ah, jetzt ist er rausgefahren. Der muss jetzt da leider warten. Das heißt aber, wir stellen jetzt mal hier Flux-Symbole, Signale dahin und nehmen diese Signale hier weg. Und vielleicht machen wir hier die Kreuzung auch noch mal anders. Na, Krümmung zu groß. Dann bleibt das so. So, die können da jetzt durchfahren, können von da nach da. Jetzt müssen wir nur gucken, dass es auch umgekehrt geht. Das fehlt nämlich. Lass den mal gerade weg. Da war es doch gerade irgendwo, oder? War auch nicht möglich, ja. Jetzt passt es aber. Hier ist gar keine Weichen Überschneidung. Okay, dann müssen wir das auf jeden Fall gerade hier noch reinbauen. Auch nicht möglich. Das ist wieder so ein Ding, ne? So, Signale bitte noch. Ich hoffe, das geht jetzt. Jetzt fährt er durch. Und der kann jetzt darüber, ne? Ja. So, wir machen mal hier noch zwei Signale hin. Dann kann der nämlich auch früher da herüberfahren. Und hier wird keiner aufgehalten. Warum steht der jetzt? Ah, hier ist schon wieder einer verkehrt. Also hier ist ja ganz spannend, ne?
Okay. Mach das mal so, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Hier stehen auch keine Signale, oder? Mal gucken, dass das hier besser läuft. Ich gehe davon aus, dass es jetzt aber besser läuft. Hier steht nämlich jetzt tatsächlich kein Zug, der da was blockiert, und da hinten ist auch keiner dran. Das heißt, die können jetzt fahren. Vielleicht ist jetzt besser geworden. Mal schauen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst wieder einen Cut. Wir müssen dann mal ein bisschen wieder weiter rumschauen, wo sowas hier mit den Verlusten der Güter ist. Das sollten wir mal ganz stark bearbeiten und dann sehen wir weiter. Na, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.